30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 13. Folge des YouTube Predator Cup 2021 und damit zur ersten Folge der Gruppe D. Heute ist der Tag gekommen, an dem der Titelverteidiger ins Turnier einsteigt. Enrico Di Ventura konnte den YouTube Predator Cup im letzten Jahr für Westin gewinnen. Jetzt versucht der Mindener mit italienischen Wurzeln für sein neues Team LMAB genauso erfolgreich zu sein. Der Schweizer Markus von Oy, der für seine Routenschmiede Bullseye Fishing antritt, war bei seinem Debüt in 2020 ebenfalls ziemlich erfolgreich. Er landete in seiner Gruppe auf Platz 2 und musste sich erst im Viertelfinale Mark Patschowski geschlagen geben. Savage Gear Urgestein Christian Wienicke hatte bislang noch nicht besonders viel Glück im YPC. Der Hamburger schied 2019 nach hoher Halbzeitführung im Achtelfinale doch noch aus und landete 2020 auf dem undankbaren dritten Platz in Gruppe A. Hat er dieses Mal mehr Glück? Für Landry Rosen aus dem Fish Explorer Team musste das YPC-Debüt 2020 als Lehrstunde verbucht werden. Der Lockdown in Belgien erlaubte dem größten französischsprachigen YouTuber nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Landry ging im Wettkampf dann ziemlich unter und wurde Letzter in seiner Gruppe. Sehen wir mal, ob er diesmal besser vorbereitet ist. Luis Mendez von Monkey Lures ist bereits zum vierten Mal beim YPC dabei. Auch wenn es für den Dortmunder mit mexikanisch-spanischen Wurzeln jedes Jahr ein bisschen besser lief als im Vorjahr, wartet er noch auf einen echten Erfolg beim YouTube Predator Cup. Patrick Marable ist der einzige Newcomer in der Gruppe D. Der Rheinländer mit englischem Pass und polnischer Mutter ist ein extrem erfahrener Uferturnierangler und hat in den Turniergewässern sehr viel trainiert. Er tritt für den amerikanischen Rollenhersteller Loose an und hat sich für das Turnier viel vorgenommen. Wer mehr über die sechs Angler wissen möchte, kann in unserer YPC-Kategorie Steckbriefe, Interviews und viele von den Anglern genutzte Produkte finden. Landry, Markus und Enrico sind heute in Zone 1 unterwegs, während Patrick, Christian und Luis Zone 3 angeln. Ja, alles ist gepackt, meine Routen sind scharf und ich habe leider, also ich habe einen Plan, aber ich habe nur einen Plan A und das würde mich schon ziemlich, ja, stressen. Let's go! What the fuck? Une petite banane pour le Marquis, pour lui souhaiter bonne chance. Moin moin liebe Zuschauer und willkommen zur Gruppe D. Ich bin auf dem Weg zum ersten Spot und habe einen sehr weiten Weg vor mir. Der Grund dafür ist das Wetter, was uns hier heute erwartet. Wir bekommen den heißesten Tag des bisherigen Jahres, über 30 Grad erwarten uns. Und meine Taktik ist, an kleine Gewässer zu fahren, wo aber bewegtes Wasser ist und Sauerstoff da reinkommt. Die lange Fahrt kostet mich mindestens 50 Minuten Angelzeit, also das ist schon recht bitter. Wir haben 90 Minuten Fahrzeit, ich fahre aber 2 Stunden 18. Tut mir natürlich in der Seele weh, aber letztendlich war mein Gedanke, lieber 7 Stunden in einer richtig guten Ecke angeln, als 8 Stunden in einer schwierigen Ecke. Und Training war es so,
dass ich dort zuletzt in 3 Stunden sozusagen die Karte voll gehabt hätte. Und da hoffe ich heute drauf. Willkommen, bienvenue in der Gruppe D, dans le Gruppe D. On est parti pour la zone 1 ce matin pour aller pêcher à, bah moi principalement, le brochet. Et regardez qui est devant moi, c'est Marcus. J'espère qu'il va pas sur le même spot. En tout cas, il prend la même route que moi. Il part à la même heure. Donc on sait qu'on va sur la même zone. Et bah, j'espère vraiment qu'il va pas sur le même spot parce que je vais lui voler tous les poissons sinon. Puh. So. Schauen wir uns mal das Wasser an. Bewegung ist schon mal da, das sehe ich von hier. Aber ich möchte jetzt nicht, bevor ich meine ersten Würfe mache, zu nah an den Spot. Barsche sind oft spooky. Und deswegen werde ich alles in der Ferne ein bisschen beobachten. Meine 1-2 Routen, die ich für Barsch dabei habe, vorbereiten. Mir hoffentlich den richtigen Köder aussuchen. Und dann einfach gleich noch mal ein kleines Gebet sprechen. Und dann hoffentlich einen Haken hinter dem Barsch setzen. Das wär's. Success! Das ist natürlich nicht traumhaft. Der Barsch macht mir ja Kopfschmerzen und jetzt bin ich am Spot angekommen. Und wie es natürlich so sein sollte, ist hier schon ein Angler, der alles abgeworfen hat. Den einzigen kleinen Vorteil, den ich sehe, dass er nur mit Gummi geangelt hat und er keinen Fisch gefangen hat. Er hat Barschbisse bekommen und ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht gleich dann bei mir reagieren, aber wenn ich vielleicht mit anderen Ködern fische, die er jetzt nicht benutzt hat, habe ich eine Möglichkeit. Ich glaube, ich werde es wagen und werde hier gleich um Punkt 8 Uhr meinen ersten Wurf machen. Guten Morgen! Ja, ich als notorischer Frühaufsteher, vom Wegen. Ich liebe es eigentlich auszuschlafen, aber YPC. So warm werden und ich muss unbedingt heute schon den ersten Hecht versuchen zu fangen. Werde jetzt hier gleich an einem See fischen. Ja, Leute, ich muss ganz ehrlich sein, ich will jetzt ganz am Anfang noch nicht so viel sagen. Ich will jetzt einfach nur loslegen, weil ich bin so scheiße nervös. Anders kann man es nicht mal ausdrücken und ich muss irgendwie mich selber sammeln. Nur damit ihr wisst, was ich vorhabe, jetzt erstmal eine stärkere Route holen, weil ich eher größere Köder fischen werde. Ich habe das Gewässer nicht angefischt, ich gehe hier volles Risiko. Entweder ich kriege hier mächtig auf die Fresse, aber wenn es hinhaut, könnte es richtig geil hinhauen. Potenzial auf 80, 90 oder sogar Meter plus Hechte. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was YPC für ein Nervenkrieg ist. Das ist einfach irre. Diese Nervosität, ich meine, es ist eine unfassbar große Ehre für mich, überhaupt hier teilnehmen zu dürfen. Ich bin jetzt nun bei Weitem nicht unbedingt als einer von den großen Big Playern anzusehen, sondern ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Und dann die Chance zu haben, sich mit Leuten zu messen, wie Enrico, wenn man weiterkommt, eventuell auch so Leute. Ja, ihr wisst selber, wie das Line-Up ist. Und krass, einfach krass. Halt viel, relativ wenig Teilnehmer im Vergleich zu anderen Turnieren, die ich sonst fische, aber halt eine sehr hohe Dichte an richtig guten Leuten. Ich habe Respekt. Verdammt viel Respekt. Je vais commencer en topwater. On va essayer d'enregistrer directement le poisson de topwater dès le matin. Je pense que c'est le meilleur moment de la journée pour pêcher en topwater. Je vais donc changer de logo. Et maintenant, je suis parti pour pêcher le brochet. Ich bin meinem ersten Spot angekommen. Ich fische heute in Zone 1, bin richtig heiß und jetzt geht es zuerst auf Hecht. Und ich hoffe, dass das funktioniert. YPC 2021, erster Wurf.
mögen die Spiele beginnen. Also das ist eine Stelle, die kenne ich schon etwas länger, habe ich im Training nur ganz kurz befischt, habe gesehen, okay, Fische gibt's, sind da und habe es dann sein lassen. Also ich kann jetzt hier gar nicht so viel sagen, wie das in Summe läuft, weil ich halt echt nur ganz kurz hier gefischt habe. Aber hier ist halt das Spezielle, sind wirklich große Hechte drin. Und mein Ziel ist hier eben, einen dicken Hecht zu fangen. Man hat gesehen die letzten Tage, es braucht doch schon einige Punkte, um weiterzukommen. Also einfach ein maßiger Fisch reicht dann oft nicht. Los geht's. Gott sei Dank im ersten Wurf kein Backlash und Abriss. Das wäre Panne gewesen. Drückt mir die Daumen. Jetzt geht der YPC 2021 für mich los. Da war der Biss. Da war der Biss. Scheiße. Auf den ersten Wurf der Biss. Ja. Okay, das ist jetzt extrem klein. Der wird mir nicht helfen können. Nee. Leider nicht. Die Barsche sind hier so spooky. Da habe ich den mal kurz ein paar Meter weiter zurückgesetzt. Nicht, dass er seinen Kameraden Bescheid sagt und petzt. Aber jetzt brauche ich einen mit 22. Mindestens 22 cm. Ich habe ja keine hohen Ansprüche. Aber ich will nur ein Barsche fangen. Ein Keeper. Oh, ja. Fühlt sich ein bisschen besser an. Ich hoffe nur, dass es ein Barsch ist. Ach du Scheiße. Der hilft mir gar nicht. Ah, shit. Shit, shit, shit. Heute wollte ich eigentlich kein Hecht fangen. Ein ganz kleiner Hecht. Auch den release ich auf der anderen Seite. So. Ach. Bis jetzt läuft das hier nicht so nach Plan, ey. Drei Bisse, zwei Fische rausbekommen, aber beide Fische useless. Ja. Oh. Okay. Komm her. Na. Ich will ihn nicht fallen lassen, aber wieder ein kleiner Barsch, der mich leider nicht weiterbringt. Ist das ein Stress? Also dieses YPC-Angeln, das ist wirklich, das ist nichts für meine Nerven eigentlich. Programm wie mein Netz.
What the fuck? Oh, it's okay. Oh yeah! Premier poisson, first fish. Pas en surface, mais poisson quand même. Je vais le laisser dans l'eau. Je vais inaugurer cette toise. Ok, c'est l'occasion pour moi de vous montrer mon sponsor, ce qu'il fabrique. Ce sont des gants anti-coupure pour le brochet. C'est vraiment très intéressant et je vais vous montrer comment ils fonctionnent. This is a Shuna Hecht. Yes, 78 cm. Alors regardez ici, vous voyez le gant, ça me permet de prendre le brochet par sa gueule, ne pas me blesser et ne pas blesser le brochet parce que c'est un gant en caoutchouc qui permet de ne pas lui enlever son mucus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour la pêche du brochet. Et je vous le conseille fortement. C'est dommage que je ne l'ai pas fait en top water celui-là. Mais ça fait plaisir. On est là depuis 10 minutes. Et le premier brochet est enregistré sur la toise. Der erste Fisch des Tages geht an den Belgier Landry Rosen. Nachdem der Hecht zunächst seinen Topwater-Köder verfehlt hatte, wechselte Landry auf einen Drunkbait und damit klappte es dann besser. 78 Punkte, ein guter Start. Ja, Landry mit 78er Hecht, mal richtig schön losgelegt. Petri, bonjour mon ami, bonjour. Ja, Petri, Landry, der ist plus minus in die gleiche Richtung, haben wir nur auf der Autobahn gesehen. Dann hat sein Hechtgewässer schon was ausgespuckt, meins noch nicht. Ich bleib dran, ist ja noch nicht viel Zeit durch, aber wäre mir natürlich lieber, hätte er nicht gefangen. Nee, wichtig ist, dass ich meine Fische auf dem Tablett habe. Was der Rest macht, da habe ich keinen Einfluss drauf. So, endlich am Spot. Ich habe zwar 40 Minuten verloren, aber Landry hat ja zum Glück erst ein Hecht gefangen. Also von daher habe ich noch nicht so viel eingebüßt. Bei mir gibt es den ersten Köderwechsel. Auf den Gummifisch ging jetzt nichts. Jetzt probiere ich hier mal so einen Spin-Tail-Shad. Hinten hat er ein Spinnerblatt, Gummikörper. Der hat im Training gut funktioniert auf Hecht. Ich hoffe, dass der heute auch funktioniert. Das ist ein Biss. Ich habe tatsächlich einen Biss verkackt. Der kam so schnell und zackig, ich habe keine Zeit gehabt zu reagieren. Bis Spuren haben gezeigt, dass ein Hecht war. Lieben Gruß an Paul aus dem Foxrage-Team. Der Tipp von ihm für die Spinnerbaits. Man nehme einen Sprengring, schiebe den hier drüber, weil die kleinen Gummis, ich habe da jetzt einfach ein provisorisches Gummi drauf getan, aber die halten nicht so nicht gut. Aber mit dem Sprengring hält das doch safe an der Stelle, wo es doch bleiben soll. Und diesen Tipp habe ich vom Paul Brillisauer aus unserem Team. Danke dir, mein Lieber. Ja, ich glaube, ich sehe den Übeltäter. Der war so groß. Ihr habt ja gesehen, die Bissspuren. Und ich ging davon aus, dass es vielleicht was Besseres war. Aber das, was ich gerade eben hier an dem gleichen Spot gesehen habe, ist hinterhergekommen, war so ein kleines Hechtlein. Und ich glaube, den lassen wir in Ruhe. Der Ernstfall ist eingetreten. Kein Barsch. Das heißt, ich werde jetzt auf meiner Zanderstrecke mein ganzes Barsch-Equipment mitnehmen. Ja, und an jeder Buhne ein paar Würfe auf Barsch machen. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie im Buhnenkessel, im Kraut,
mit lang getwitchten Wobblern oder Spinjigs vielleicht einen Barsch rauszuppeln kann. So, das war jetzt Zeitverschwendung, denn wir müssen jetzt ein gutes Stück fahren bis zu meiner Zanderstelle. Springen, aber ich darf ihn nicht springen lassen. Schön unten bleiben, mein Kleiner. Schön unten bleiben. Yes! Yes! Oh, das ist eine Befreiung. Kein Riese, aber der erste Fisch und das tut gut. Mein Herz schlägt. Ich dreh durch. Hammer. Kleiner Schnappi, aber für mich auf alle Fälle schon mal ein guter Start. Ich hoffe, da kommen natürlich noch größere, aber erstmal cool. Der geht schnell zurück. Es ist sehr heiß. Außer Luis haben alle Angler bisher gezielt auf Hecht gefischt. Insofern wundert es nicht, dass auch der zweite Fisch des Tages ein Essox ist. Christian holt sich 55 Punkte und vorerst den zweiten Platz. Der nächste Fisch in der Gruppe, Christian mit dem 55er Hecht. Um den wäre ich aktuell auch richtig froh. Meine Erwartung hier war hoch. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich habe noch einen Moment, bevor ich dann zu meinem Zanderspot wechsle. Und ich hoffe, dass ich bis dahin noch ein Hecht kriege. Der liebe Kameramann, der Julian, hat für mich gerade aufs Handy geguckt. Tatsächlich hat Christian seinen ersten Fisch gefangen. Also zwei sind jetzt bis jetzt gefangen worden. Hier mal in die Kamera, habe ich zwar schon noch in die App auch gesagt, aber Petri, jetzt will ich schon fangen. Kann doch nicht sein, Jungs. Ich will auch Fisch. Das ist der Craft Cannibal Shad. Einer meiner Lieblinge, cooler neuer Köder, wie eine kleine Babyforelle. Schöner, dicker Körper hier vorne, filigraner Schwanz. Und durch den breiten Körper hält der Haken gut und der läuft halt super nice. Und vielleicht erkennt man das so ein bisschen. Ich habe hier als kleinen Gimmick noch eine Rassel reingemacht, damit er halt noch so ein bisschen Sound macht und die Räuber wachrüttelt. Gucken wir mal, ob da noch einer kommt. Mindestens, wahrscheinlich eher 90. Oh, das kann nicht warten. Der Köder war voll weg. Er ist vorne in diese Schilfert da am Ufer ist. Oh, Mist, verdammt. nee, das wäre ein Funke gewesen. Hoffentlich rechts sieht das nicht noch. Oh, das wiegt jetzt schwer im Magen. Okay, gehen wir wieder vor. Man kann den Fischen hier halt auch keine Bremse doll lassen, weil hier sind überall Seerosen und Pfähle im Wasser. Wenn man denen zu viel Schnur gibt, dann sausen die darin und weg sind sie. Na ja gut, was nutzt das? Weitermachen, Wunden lecken, das kennen wir alle, ne? Was gut ist, kommt wieder, oder wie war das?
Na gut, auf jeden Fall, ich bin jetzt am nächsten Gewässer angekommen, einen kleinen Fluss. Ich gehe mal eher davon aus, dass es nicht unbedingt ein Riesenfischgewässer sein wird. Aber ich will einfach nur diesen verdammten Hecht haben, so schnell wie möglich. Ich habe keine Lust. Darf ich es so machen? Weil das ist so mein. Ja, so meine Achillesferse. Das ist nicht das, wo ich mich wirklich confident, also sicher fühle. Zwar bleibt immer mal wieder beim Angeln Hecht hängen, beim Barschangeln, beim Zanderangeln, manchmal auch beim gezielten Hechtangeln. Manchmal schaffe ich das. Aber meine Stärke ist es definitiv nicht. Also, da gibt es viele andere Fische, die besser laufen. Also den Köder scheinen sie auch nicht zu wollen. Ich wechsle jetzt nochmal auf den Jerkbait. Ist natürlich nicht ideal mit 2,75 Meter und Jerkbait, um dann den Köder zu führen, aber das geht. Und ich kann hier am Polder halt nicht mit 5 Ruten rumrennen. Drum der Kompromiss. Also ich probiere sie mal mit dem Guppy. Das ist ein Tailbait. Sprich Jerkbait mit einem Twisterschwanz dran. Hat, wenn man den animiert, einen Zickzacklauf. Plus eben der Twister, der noch einen Zusatzreiz gibt. Hat schon viele schöne Fische gebracht. Hoffentlich funktioniert das. Süß oder saures? Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? Normalerweise ziehe ich immer Wanderstiefel an, wenn ich auf die Buhnen gehe. Aber es wird heute so heiß, da muss ich mit leichtem Schuhwerk heute unterwegs sein. Kurze Hose kann ich heute leider nicht anziehen, weil wir gehen heute richtig ins Gemüse. Also wir werden teilweise bis hier in Pflanzen stecken. Ich hoffe, der Kameramann verzeiht mir, aber das ist immer ein gutes Zeichen für Angelstellen, die nicht so viel befischt sind vom Ufer, wenn man richtig durchs Gemüse muss. Und das haben wir hier. Ja, so gut ist er nicht, aber es ist ein Hecht. Hängt scheiße, hängt scheiße. Yes, ist drin. Er ist drin. Für hier ist er sogar klein, aber es ist nicht mein erster Fisch im Tournament. Geil. Yes. 76, kriegt er 5, ja, 76,5. Na also, nachdem Markus zuvor noch etwas neidisch die Fänge von Christian und Landry kommentieren musste, hat er nun selbst seinen Hecht und auch einen recht guten. 77 Punkte gehen aufs Konto von Team Bullseye aus der Schweiz. Der erste Fisch ist im Kescher, 77er Hecht.
gebissen hier auf den Guppy. Kleiner oder mittlerer Tailbait. Hat hier fast auf volle Distanz. Ich habe einen Parallelwurf gemacht ans eigene Ufer vom Schilf und habe den Köder da genommen. Drill war spannend. Ich habe mir extra hier so einen Magnetclip für einen Kescher geholt. Aber in dem Moment lag der Rucksack natürlich wieder am Boden. Ging alles nochmal glatt. Der Hecht hing auch nicht gut. Aber er war im Kescher. Das reicht mir. Will mich gar nicht beschweren. An der ersten Buhne angekommen. Werde ich jetzt den Anfang machen mit einem alten Klassiker. Und zwar dem Decor Perchzilla. Ich benutze hier aber nicht einen klassischen Shad, sondern den Curly Louie. Das ist ein Mix aus Twister mit einem kleinen Schaufelschwanz am Ende. Und ja, der hat im Training richtig delivered. Und ich hoffe, ich kann euch die Magie dieses Köders zeigen. Und hoffe, dass ich bald hier auf den ersten Buhn einen schönen Zetti fange. Weil heute ist die Devise Strecke machen, aktive Fische suchen und hoffentlich auch fangen. Ah, da war der erste Biss. Ah, oh, harter Biss. Auf den ersten Wurf. Leute, auf den ersten Wurf habe ich einen Biss bekommen. Schöner, harter Biss, hing leider nicht. Oh. Ja, die ersten Fangmeldungen habe ich gerade bekommen übers Handy. Und bis jetzt wurden nur 3 Hechte gefangen. In vernünftigen Größen. Ja, das macht natürlich ein bisschen mehr Druck. Ich bin aber guter Hoffnung, dass ich hier relativ zügig endlich mal meinen Zetti fange. Hat auf den ersten Wurf direkt einen Biss. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich gleich direkt kontern kann in der Gruppe. Ich hatte Zupfer von irgendwas Kleinem. Ich vermute mal irgendwelche relativ kleinen Barsche. Aber auch wenn ich denke, dass es nicht mein Problemfisch sein wird, man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, um wenigstens Fisch zu liefern. Und man weiß ja nie, was noch kommt. Es kann ja sein, dass die Barsche jetzt auf einmal 2 Tage lang sagen, ja, fuck you, Entschuldigung, aber ist so. Und wenn dann kann es selbst auf einen relativ kleinen Fisch ankommen. Deswegen werde ich jetzt auf gut Glück einen kleinen Köder werfen. Ja. Ich zeig's nur ganz kurz, deswegen werde ich auch aufhören, weil das macht keinen Sinn. Ein kleiner, wirklich kleiner Barsch mit ganz großem Hunger. Ja. Sowas messen wir nicht. Also das ersparen wir dem Tier. Immerhin entschneidert. Shit. Das gibt's doch nicht. Direkt vor der Steinpackung. Oh, mal einen kleinen Schlenzer. Oh, beim ersten Mal absinken. Das gibt's doch nicht. Oh. Ey, 3 Bisse jetzt. Entweder sind das kleine Zettis oder die sind ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das wird heute gut. Ich will doch nicht zu viel versprechen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Gleich gibt's Fisch. Oh. Il est juste dans le bord. Je vais essayer de l'avoir en surface. Il a pas pris le leurre. Scheiße! Il prend pas sur le topwater. Je vais essayer une frog. Il est juste caché dans le bord là.
I lost the pike. No, it's there. Okay. Yes. J'ai mon brochet en surface. Vous pouvez l'accrocher à votre ceinture. So, avec une seule main, vous pouvez le prendre. On va continuer comme ça, j'ai mon poids en surface, c'est vraiment ce que je voulais ce matin. J'ai enregistré du brochet, j'ai pris mon poids de surface, 20 points bonus, je suis bon là. Je vais continuer maintenant sous la surface, je vais continuer aussi un peu à la frog parce que les brochets, les deux qu'on a vus, ils s'étaient vraiment localisés dans les bords, sous les tas d'algues. Et donc ça vaut vraiment la peine, ouais, ce brochet là, je l'aurais jamais pris sous la surface avec un drunk bait, je l'ai vraiment pris dans les herbiers. Ein extrem guter Fang, denn der erste Topwater-Hecht in der Geschichte des YPC bringt nicht nur 72 Punkte für die Länge, sondern natürlich auch 20 Extra-Punkte. Landry setzt sich mit 170 Zählern an die Spitze des Feldes. Bye bye! Il est retourné dans les algues. C'est sa cachette. Alors ce qui est bien avec ce gant, c'est qu'on peut tout de suite le nettoyer dans l'eau, comme il est en caoutchouc. Il suffit de le rincer comme ça. Il est propre. Et on peut juste le reclipser. Et c'est parti. Allez, on est parti pour un autre spot. On va encore essayer d'enregistrer un poisson. Je vais pêcher encore au drunk bait. Et je vais pêcher aussi à la frog. Ça a l'air d'être un bon compromis. Ja, jetzt kam noch die Meldung, Landry auf Topwater, ein 72er Hecht. Davor war ich noch ziemlich entspannt, muss ich sagen. Die Hechte waren okay, aber auf Topwater, also jetzt hat Landry aber den sechsten Gang eingelegt, muss man sagen. Also das wird hart, weil Topwater ist eine Sache, da habe ich überhaupt keinen Plan für. Landry, ha. Er legt los, he. Der Belgier ist im Modus. Topwater-Punkte gibt dann 92 Punkte, mal schnell, aus so einem Hecht. Petri auf jeden Fall. Ich probiere es hier gar nicht erst Topwater. Ich habe hier kein gutes Gefühl für Topwater. Aber wenn es die Zeit zulässt, habe ich morgen noch eine Chance, Topwater einen Fisch zu fangen. Nein. Scheiße. Yes! Yes! Geil! Das ist so die Größe, die ich mir vorstelle hier. Ah, ja, Mann! Ah. Der hat sich hier vorne nochmal in so einem Stück Schilf mit Erde festgehängt. Weg! Schluss hing er nur noch mit einem Haken ganz unten. Aber er hängt. Sehr schön. 81,5 cm, sprich 82 Punkte. Sehr wichtige Punkte. Er darf wieder gehen. So. Ah, der Fisch ist noch fit. Der will schon weg. Ja. Wunderschönes Tier. Schaut euch das an. Und da geht er dahin. Und lässt mir schleimige Finger. Geil! Auch Markus Hechtgewässer liefert. Der zweite Pike für den Schweizer ist der größte des Tages. Markus kann seinen zweiten Platz mit weiteren 82 Punkten festigen. Er hat jetzt wirklich Glück bei der Landung. Hier vorne ist ein Stück Ufer, was sich hier gelöst hat, noch mit Schilf dran. Der Hecht hing auf der einen Seite, dann wollte ich nach hinten lösen, ging dann auch. In dem Moment springt er wieder auf die andere Seite von dem Stück und hing schon wieder fest.
Da hing nur noch eine Flunke im Unterkiefer und danach hat sich der Jerk noch im Netz verfangen. Also es war wirklich alles auf Messerschneide, aber zum Glück konnte ich den Fisch landen. Moi, je fais encore quelques lancers sur ce dernier spot de pêche. J'ai plus vraiment besoin d'attraper des brochets. J'ai eu un beau brochet, 78 cm, 78. J'ai fait mon brochet en surface, donc c'est OK pour moi. Pour ce spot, j'ai validé ce que je voulais. J'ai vu dans les conversations qu'il y avait eu, Marcus avait pris un brochet de 82 cm. C'est un beau brochet. Félicitations, Marcus. C'est pas très loin de mon score, donc moi je suis OK avec ça. Moi je vais arrêter de pêcher sur ce spot. Je vais faire encore quelques lancers ici. Là il y avait un petit brochet, on va le faire pour le fun. Puis de l'autre côté, je vais faire quelques lancers. On sait jamais qu'il y a un gros qui traîne. Et après, on est parti. On va pêcher la perche et le cendre. Good que Marc, Marcus. Yo! Oh, was ist das denn? What the fuck? Muss auch gehaktet sein. Mein Unglück nimmt leider seinen Lauf. Es war ein schöner Hecht gefangen, aber gehakt, deswegen zählt er nicht. Richtig bitter. Der wäre richtig wertvoll gewesen. Egal, schnell zurück. Warum? Warum muss der gehakt sein? So, die Hechte hatte ich wohl alle einmal angepikst hier. Deswegen wechsle ich jetzt mal auf Barsch. Hab hier den Fat Tailspin, das ist ein Jigspinner von uns. Super geiler Köder, ich habe jetzt hier 16 Gramm. Das Besondere ist, zumindest an dem großen 24 Gramm Modell, dass da innen drin noch eine Rassel ist. Und das sorgt halt für so einen extra Sound und den einen oder anderen Bonusbiss. Hier beim 16 Gramm Modell ist was keine Rassel drin, aber der hat im Training auf alle Fälle gut performt. Mal schauen, ob das hier auch macht. Der tut jetzt richtig gut, nach dem verlorenen dicken Hecht. Geiler Drill. An der leichten Route. Hammer. Oh. Hoffentlich kriegt er einen Herzkasper heute. Yes, yes, yes. So. Dann holen wir mal. Der hat immer noch Dampf. Ja, im Fluss, da haben die Hechte halt echt Power. So, er geht rüber, 74 ist das, ne? Zwar sollte es diesmal eigentlich ein Barsch werden, doch letztlich ist auch der sechste Fisch, der heute in der Wertung landet, ein Hecht. Landry, Markus und Christian haben jeweils zwei. Luis und Patrick konnten bislang nur untermaßige Fische fangen und Enrico hat noch gar nicht mit dem Fischen angefangen. Da kann er wieder lachen. Da kann er wieder lachen. Ich wollte eigentlich einen Barsch fangen. Aber kam halt der Hecht vorbei.
Bin ich nicht traurig drum. Christian, 74er Hecht. Oh, Markus mit einem schönen Hecht. Pike Topwater 72, Leute, Markus 82er Hecht. Hammer! Hammer, Jungs. Ihr macht das, was ich nicht tue, Fische fangen. Krass. 80 plus schon dabei, Topwater abgehakt. Die Jungs sind hart drauf. Richtig hart drauf. Ja, da wird man schon nervös. Gerade weil die alle die verdammten Hechte abgrasen, die ich. Ja, wow. Bin ich mal echt gespannt. Und dann noch ein Hecht auf Topwater. Während Patrick weiter auf der Suche nach dem ersten Hecht ist, ist Enrico auch am Wasser angekommen. Er startet zum spätmöglichsten Zeitpunkt. Um 10 Uhr und will es zunächst auf Barsch versuchen. Bin ich on? Jo. Warte, jetzt stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an. Ich bin echt nervös. Einen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum YPC 2021. Für mich der erste Wettkampftag. Ich muss jetzt nochmal neu binden, weil ich eben gesehen habe, dass die Schnur so eine kleine offene Stelle hatte. Und genau aus dem Grund will ich hier natürlich nichts im Zufall überlassen und knote jetzt nochmal, was mir nicht zugutekommt, weil ich bin echt shaky. Aber es nützt alles nichts. Ich muss das Ding heute angeln. Ich freue mich natürlich drauf und ich hoffe einfach, dass meine Spots funktionieren. Ob die funktionieren, weiß ich natürlich nicht, aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich dann im Laufe des Tages sehen. Ja, ich starte tatsächlich mit dem Topwater, einfach um zu gucken, ob die Barsche hier aktiv sind oder nicht und von der Oberfläche was nehmen. Mein Plan ist es nämlich heute, Barsch und Zander vermehrt zu machen, also bevorzugt. Und ich hoffe einfach, dass das aufgeht. Das war es aber auch schon mit Topwater. Spinnerbait. Die kann man vor diesen Packungen hier doch ganz, ganz gut auch fischen. Fisch. Barsch. Gar nicht lange rummachen. 0,5. 37. 37er Barsch, das ist genau das, wofür ich hierher gekommen bin. Na, das war ja wohl ein Auftakt nach Maß. Der erste Barsch des Tages geht auf Enricos Konto. 37 cm sind 74 Punkte und Platz 4. Das sollte doch ein wenig Nervosität nehmen, oder? Es geht mir ein wenig besser, ja. Ein wenig besser geht es mir, ja, tatsächlich. Wenn das jetzt weiter so funktionieren kann, dann wird es mir noch viel besser gehen. Mal sehen. Ein 37er Barsch für Enrico. Ventura hat eine 74 Punkte Fisch gefangen. Petri. So, also legen Sie jetzt alle los. Ja, okay, noch ein Wurf. Das Alibi halber. Ihr seht, bis jetzt, die ersten zwei Stunden habe ich mega verkackt, was die Hechte betrifft. Ein Fehlbiss und ansonsten ja ein Mikrobarsch, also was Untermaßiges, irgendwo 16, 17 wird er wohl gehabt haben. Ja, das lässt mich nun dazu verleiten, dass ich sage, volles Risiko. Morgen schauen, ob wir da, ich da irgendwie den Hecht kriege. Muss noch dann heute Abend den Plan ausarbeiten, ob ich wirklich so statisch vorgehabt habe, richtig Risiko gehe oder ob ich noch was auf Safety für Hecht dazwischen schiebe, aber dann wieder woanders Zeit verliere. Das sind alles so Gedankengänge, die man in diesem Turnier hat und die einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Weil das bedeutet halt jedes Mal fahren von einem Spot zum anderen. Wenn es gut läuft, hast du
5, 10 Minuten, wenn Pech hast, muss eine halbe Stunde fahren. Und Zone 1 bedeutet halbe Stunde. Und ich habe eigentlich keinen Bock darauf, aber eventuell muss ich halt die Fahrzeit investieren für Fisch. So, jetzt haben wir Buhne Nummer 4. Ist echt strange. Ich bin auf der ersten Buhne angekommen, habe direkt in den ersten 5 Würfen 3 Kontakte gehabt, die nicht hängen geblieben sind. Seitdem kein Biss mehr. Was ich jetzt machen muss, ist zwischendurch auch mal ein paar Würfe auf Barsch. Das mache ich jetzt gerade zum Beispiel mit einem Spinjig. Das ist halt nur eine sehr gefährliche Angelegenheit hier im Fluss. Die bleiben natürlich sehr gerne mal zwischen den Steinen stecken oder an anderen Sachen. Aber ich bin darauf angewiesen, jetzt immer ein paar Würfe auch mal auf Barsch zu probieren. Mal schauen. Darauf, auf dem Spinjig, kann ich auch einen Sander bekommen. Aber im Training hatte ich doch die besten, also hat sich am besten herauskristallisiert, Twister zu jiggen, zu faulenzen besser gesagt. Mal schauen. J'envoie un message à Fred Julien, c'est mon coach. Je lui dis que j'ai pris le brochet en surface, que j'ai validé les points, que maintenant je peux continuer à aller pêcher la perche et le cendre. Là, on va pêcher dans un enchaînement de rivières. Ici, là, on vient de pêcher ce qu'on appelle des boulders, donc des zones très peu profondes, des zones shallow, avec beaucoup d'herbiers. Là, maintenant, on va complètement changer. On va partir dans un endroit avec une grosse rivière, beaucoup de profondeur. Il y a environ 4-5 mètres de fond. Là-bas, il n'y a pas vraiment de brochet. Enfin, je vais quand même vérifier avant parce que je vais pêcher sans bas de ligne acier. Donc, vaut mieux qu'il n'y ait pas de brochet dans le coin parce que j'ai vraiment pas envie de me faire couper. Comme vous avez peut-être pu le voir dans les règles de compétition, si on se fait couper par un brochet, enfin si on se fait couper sa ligne, on casse sa ligne sur un poisson, on perd des points. Donc là, il ne faut vraiment pas que je perde des points. Le but, c'est d'en gagner et pas d'en perdre. Donc là, je vais d'abord pêcher le brochet sur le spot, vraiment poncer un petit peu, mais rapidement. Et après, on va partir pêcher la perche et le cendre. Et ce qui m'embête le plus, c'est la perche. Donc espérons qu'elle soit de la partie et qu'elle morte tout à l'heure. OK. Tim m'a dit que j'avais une grosse crasse là. J'étais comme le brochet, j'ai eu des herbes ici. Ah ben voilà, maintenant elle est retirée. Je ressemble au moins à quelque chose maintenant. Der Wecker klingelt, Zeit für einen Spotwechsel. Jetzt geht's auf Zander. Oh. Wir sind am Zanderspot angekommen, Köder ist schon gerickt. Ich habe einen 10 cm Goofy Prototyp dabei, der hat im Training sehr gut abgeliefert. Wasserstamm müsste passen, jetzt drückt mir die Daumen, dass ich hier möglichst zügig einen Zander fange. Ich habe jetzt hier nur eine Route dabei, nur die Jigwhip. Ich fische hier wirklich explizit auf Zander. Jigwhip bis 60 Gramm passt hier perfekt am Fluss. Und für Barsch etc. oder wenn ich mehrere Techniken fische, das werde ich dann an einem anderen Spot noch machen. Aber hier auf der Buhne wirklich mit leichtem Gepäck, einen Haufen Köder dabei natürlich, aber nur diese eine Route. Also der Platz ist jetzt wirklich durchgeangelt und wir gehen jetzt einfach immer ein paar Meter weiter und suchen die Barsche wieder aktiv. Wenn wir welche gefunden haben, angeln wir dann den Platz natürlich aus. Mal sehen. Ich hoffe einfach, dass sie den ganzen Tag über immer mal wieder da sind in kleinen Trupps und dann dementsprechend auch beißen. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Dass sie da sind, weiß ich eigentlich. Den größten Unterschied machen häufig die kleinsten Dinge. Deshalb war es mir sehr wichtig, bei LMRB eine große, umfangreiche und qualitativ hochwertige Terminal Tackle Range zu kreieren. Tungstengewichte aller Art, Kleinteile wie Snaps, Wirbel oder Sprengringe und Finesse-Zubehör sind ab sofort für dich im Handel erhältlich. Du möchtest mit einem YPC-Angler an deiner Seite in einem Fan-Turnier fischen und mit etwas Glück ein unglaubliches Angelboot gewinnen? Hier erstmal der wahnsinnige Preis. Das Finnwal 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen.
Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Routen und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen. Ein Minn Kota Riptide Terrover 55 BT iPilot als Bugmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Hummingbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finwal V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 Euro. Zu Jahresbeginn werden 4 Fans mit der Unterstützung von jeweils einem YPC-Angler um diesen unglaublichen Zuschauerpreis im YPC-Fan-Turnier fischen. Wie du an einen der 4 Plätze kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. So, liebe Leute, nächster Spot. Ich habe es mit den Hechten aufgegeben, habe zwar natürlich gerade bei Hardbaits, also alles, was Drillinge hat, immer mit Stahl verfacht, weil es muss echt nicht sein, dass ein Hecht die Schnur durchbeißt und dann mit Drillingen herumschwimmt. Ich meine, Gummifisch ist auch scheiße, aber ein Einzellaken wird immer noch relativ gut los und sowas. Nee, das muss nicht sein. Und ich will natürlich auch die Hechte, wenn mal einer beißt, für die Wertung, obwohl ich hier eigentlich kaum Hoffnungen habe. Ich werde jetzt einen Kanal befischen und ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Vielleicht aber auch wiederum interessant, dass ich mal etwas mache, was nicht so oft zu sehen ist. Ich werde vom Ufer schleppen. Das heißt, auswerfen und dann hinterherziehen und hoffen, dass Fisch beißt. Ich hatte tatsächlich Schiss, dass es nicht erlaubt ist, aber alles ist erlaubt, was vom Ufer ist. Das finde ich schon mal gut. Und in dem Sinne, drückt mir die Daumen. Es wird langsam Zeit, dass ich mich entschneide. Habe ich mich aber mal mit dem Fisch entschneide, dass ich mal einen Fisch fange, der auch wirklich was zählt. Ja, in dem Sinne, tut mir leid, Kameramann. Du hast jetzt die A-Karte und musst hinterherdacken. Übrigens, Leute, schreibt in die Kommentare ein großes Dankeschön an die Kameraleute, weil das sind die Leute, die hier uns den ganzen Tag folgen, die in der Sonne stehen, durch Gebüsch kraxeln und die dürfen noch nicht mal angeln. Und wenn sich nichts tut, dann ist es im Prinzip Däumchen drehen und mal gucken, was kann ich denn jetzt abfilmen. Der Typ, der liefert nichts. Ja, okay, vielleicht sind sie nicht ganz so gemein, aber trotzdem, ich würde so denken. Und ja, schreibt mal wirklich in die Kommentare ein fettes Dankeschön für das, was die leisten, denn das ist wirklich harte Arbeit. Tag für Tag am Wasser sein ist zwar geil, aber ohne Angel ist es Folter. Und das sind Angler. Was habe ich jetzt hier? Für einen Dreck. Oh, ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich habe einen Fisch drauf. Ab. Ich habe gedacht, das wäre ein Hänger. Ich habe gar nicht angehauen richtig. Er hat sich ganz komisch angefühlt. Also ich weiß nicht, ob ich den vielleicht quer hatte oder so. Auf jeden Fall extrem schwer, aber wahrscheinlich quer. Okay, il est temps de changer ça, parce qu'aujourd'hui et maintenant, on va pas pêcher ça pour mettre la perche. C'est ce que je vise. Maintenant, c'est parti. Boom! Der nächste! Ha! 24 hat er, ne? Cool. Ja, ach, kriegt sogar die 25. Ja, richtig cool. Kleiner Barsch auf den Craft Cannibal Shad. Wertvolle Punkte. So kann es gerne weitergehen. Es läuft. Schnell machen.
ein Fisch, dann hauen wir hier komplett ab aus der Ecke. Siehst du damit, jetzt ist er nur noch 28. Scheiße! Obwohl, nee, er geht dran. 28,5. Ne? So, ein kleiner Barsch, aber super wertvoll. Der bedeutet viel für die Strategie. Schnell zurück. So, ich habe lange Arme. Tschüss, mein Kleiner. Oh. Yes! Geil! Jetzt kann ich wieder aufatmen. Zwei kleinere Barsche, doch bereits der erste hatte Christian auf Platz 1 befördert. Nun kann er seine Führung sogar noch etwas ausbauen. Mit 237 Punkten grüßt er nun von der Tabellenspitze und hat als einziger auch schon zwei Fischarten gefangen. Da ich ja jetzt zwei Hechte, zwei Barsche habe, fehlt mir natürlich noch der Zander. Ich könnte jetzt natürlich noch weiter solche Stellen hier abackern und würde höchstwahrscheinlich irgendwo noch einen Hecht und einen Barsch finden. Aber dann hätte ich ein Zanderproblem. Morgen in der anderen Zone, die Spots, die ich für Zander habe, könnten gehen, aber die sind nicht so hundertprozentig wie den, die ich noch in dieser Zone habe. Deswegen gehe ich jetzt das Risiko ein, fahre wieder 2 Stunden zurück, um dann noch mal 2 Stunden an dem guten Zander-Spot zu stehen und dann hoffentlich die Karte voll zu machen. Das wäre richtig hammergeil. Tja, schauen wir mal. Denn wird am Ende des Tages so sein, dass ich 4 Stunden geangelt habe und 4 Stunden gefahren bin. Aber wie gesagt, lieber am richtigen Spot stehen, als die ganze Zeit am falschen Spot. Los geht's. Recht viel Wind heute. Ist nicht sehr angenehm zum Zanderfischen. Und bei mir im Kehrwasser hier hat sich auch schön ein ganzer Teppich Blütenstaub etc. angesammelt, ein Haufen Dreck. Eigentlich gar nicht so, wie man sich das wünscht. Aber ich hoffe, dass ich hier trotzdem einen Zander kriege. Im Training stand der Wind anders und jetzt scheint so, dass der Wind hier vom ganzen Fluss allen Dreck genau hier vor die Nase pustet. Und es ist echt schwierig, daran vorbeizukommen. Das hat funktioniert. Relativ kleiner Fisch, aber trotzdem für die Wertung. Yes! Ist kein Riese, aber Fisch ist Fisch. So, ist jetzt noch safe im Kescher. Und jetzt bereiten wir mal alles vor. So. Fisch! Tatsächlich mal was für die Wertung. So. Ist schon mal nice, aber ich spekuliere auf größere. So. Okay. Ist 36. Ja. 36. Ja. Gut. So klein ist der ja nun auch wieder nicht. Patrick holt sich einen 36er Barsch und bringt 72 Punkte auf Bord. Bis auf Luis haben jetzt bereits alle Angler mindestens einen Fisch in der Wertung. So, während ich hier herumfriemel, Drillinge verheddern sich halt gerne in Kescher. Kurz ein paar Worte zu dem Fang. Also, ich bin mega happy. Ist da noch nicht ganz die Größe, die ich mir erhoffe, aber es ist schon mal schön, zumindest den zu haben. Hat mich ein bisschen überrascht, weil es ist noch Sonne und eigentlich habe ich eher gedacht, dass es Schatten braucht, aber anscheinend funktioniert es auch jetzt. Der Biss war mega zaghaft, ganz sanft. Also ich habe echt gedacht, ich habe da Gras Haken, weil hier wurde vor kurzem gemäht. Ganz weit da oben, glaube ich, seht ihr sogar, wo gemäht wurde. Und als ich hier gestern lang gegangen bin, sieht es jetzt noch ein bisschen. Das war Katastrophe. Das war hier so mega voll mit Gras, dass ich echt sage so, okay, mein Plan ist im Eimer. Aber Wind kommt aus der Richtung.
treibt das schon ein bisschen mit der ganzen Zettenströmung, die in die Richtung geht, ab. Und das ist natürlich schön für mich. Da kann ich halt endlich mal wieder Angeln mit Fitness kombinieren, nämlich mit Powerwalking. Nee, Leute, mal im Ernst, wenn ihr an Kanälen fischt mit Schwundwänden, wo ihr direkt an der Schwundwand 1,5, 2, 3 Meter oder so habt, holt tieflaufende Wobbler, werft aus, schleppt ab und dann könnt ihr halt gucken, ob ihr vielleicht sogar die Stelle noch ein bisschen ausfischt mit Gummi. Ich werde jetzt gerade ein bisschen drauf verzichten, weil ich werde wieder in die Richtung gehen und hoffen, dass da auf dem Crankbait noch einer beißt. Also Crankbait ist eine Mischung. Das ist übrigens der, ich hoffe, kann man gut zoomen. Und Striking, ein Banzai-Shad heißt er. Haut mich nicht, wenn ich mich jetzt vertan habe. Ich weiß, irgendwas mit Banzai ist eigentlich ein Walleye-Warbler, aber funktioniert auch gut auf Barsch. Und ja, weiter geht's. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Okay, on vient d'arriver sur le spot à perche et à cendre. Malheureusement, on n'est pas les seuls sur site. Il y a trois bateaux qui pêchent, six pêcheurs. J'arrive, je suis le septième. J'espère qu'il y a encore des poissons à faire, j'espère qu'ils n'ont pas trop poncé, j'espère qu'ils ne savent pas pêcher et que je vais pouvoir enregistrer une perche au moins et un cendre ici. C'est l'objectif du restant de la journée. Je vais commencer avec mon leurre à brochet pour être certain qu'il n'y a pas de brochet qui traîne ici dans le coin. Et après on passe sur des petits leurres pour pêcher la perche et le cendre. Ja, wir sind angekommen an einem Zanderspot und hier werde ich natürlich primär jiggen. Strömung ist schon ganz schön drauf und das ist auch gut so, weil hier muss einfach auch ein bisschen Bewegung sein, sonst sind die Fische nicht wirklich aktiv. Und ich gucke jetzt, dass ich meinen Zander bekomme. Oh, scheiß Schnurrbogen. Wow, richtiger Schnurrbogen. Ey. Das ist nicht so gut. Den Hänger kriegst du nie wieder los. Das geht ja gut los. Gutes. Ja. Könnte ein Hecht sein. Alter, ist was. Oh, ist ein guter. So, schnell die Zange. Zum Glück ist hier Gras. Das bedeutet, was für einen Fisch nicht ganz so dramatisch ist, wenn er auf dem Boden ist. Durch das Netz ist es nass. Ich würde mal sagen, nee, ist ein 80er. Komm, 80 ist 80. Ich hab meinen Fisch. Das gibt's doch nicht. Gezielt auf Hecht ging nichts. Und nach der Planänderung kommt dann so ein guter als Beifang. 80 wichtige Punkte. Damit springt Patrick von Platz 5 auf Platz 4. Er ist verständlicherweise sehr glücklich über diesen Fang. Ab zurück mit dem Baby. Danke, 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 mein Freund Essox. Ich hab den Hecht, ich hab endlich meinen Hecht erledigt. Und dann noch im Training habe ich hier in den Gewässern 52er gefangen. Jetzt haut ihr einen 80er drauf, Leute. Puh. Geiler Drill. Das ist er. Ich setze heute auf natürliche Farben. Hat im Training am besten funktioniert. Seht ihr? Selbst Hand abgelegt, ich bin immer noch am Zittern. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Naja. Was ich anders gemacht habe, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich beim Schleppen unglaublich viel über die anderen Ergebnisse nachgedacht habe und nicht so hundertprozentig konzentriert war, sondern eher so ein bisschen mal
Und dann habe ich so vor 10, 15 Metern angefangen, mal ein bisschen intensiveren Twitch zu geben, konzentrierter mit Pausen. Und dann gab es einen richtig geilen Einschlag, so wie man es sich wünscht. Richtig nicer Fisch. Also davon fange ich auch nur ein paar Stück pro Jahr. Und das Schwitzen hat sich gelohnt. Ist das geil. Okay. Bravo à Patrick. Je regarde un peu les scores. Je vois que Patrick a attrapé une perche de 36 cm et un brochet de 81, plus ou moins, ou 82, il n'a pas marqué la taille exacte. Chapeau, c'est des beaux poissons. Moi, je galère pour attraper les perches, là. J'ai quelques touches, mais j'arrive pas à les concrétiser. Donc, on va continuer. J'espère pouvoir enregistrer une perche aujourd'hui. Allez, let's go. Et Petri, Patrick. Ja, ein bisschen dazu, wie ich angel. Ihr habt schon gemerkt, ich habe mehrere Routen mit. Ich angel auch sehr viele unterschiedliche Köder, verschiedene Techniken. Ich weiß, hier sind Zander und ich versuche, die dann mit unterschiedlichen Methoden zu animieren. Am besten lief im Training, mit Gummifisch zu angeln, mit sehr leichten Köpfen an der Strömungskante und quasi den Köder über ein ruhiges Starten bedeutet für mich ein Faulenzen. Über zwei Kugelumdrehungen hebe ich den Köder an und dadurch, dass ich einen sehr leichten Bleikopf habe, benötigt der Köder durch die Strömung sehr lange, um wieder aufzukommen. Und dadurch, dass der Köder sehr lange in dieser Phase sich befindet, knapp über dem Grund, habe ich sehr gute Erfolge mitgehabt im Training und das versuche ich natürlich heute zu wiederholen. Heute scheinen die Zander ein bisschen zickig, muss ich sagen, obwohl ich, wie gesagt, vorhin auf der ersten Buhne sofort drei Kontakte hatte. Ich habe gedacht, das wäre heute so ein Tag wie beim Training, aber es ist heute doch ein bisschen Strecke machen. Also ich suche aktive Zander und das bedeutet halt immer viele Würfe, viele Buhnen und ja. Der ist einmal vorher drauf geknallt. Ach, Herr Jemine. Ich glaube, ich habe heute einen Lauf. Ich mache mal kurz die Scale nass und dann hole ich mal den Kleinen raus. Aber ich will mir keine großen Hoffnungen machen. Oh oh. Das wird hier. Hier eine ganz knappe. Also warte mal, ich muss den Jigkopf einmal lösen, damit ich ihn ganz vorne dran bekomme. Ey, Freunde, was haben wir denn hier? Schiri, 43,5 und drüber, ne? Siehst du das? Geil, 44 cm. Kleiner Mann. Du rettest mir den Tag. So, das ist sehr heiß. Den setze ich jetzt schnell wieder zurück. Der erste Zander des Tages in der gesamten Gruppe geht an Luis Mendez aus Dortmund. 57,2 Punkte wandern auf sein Konto. Yeah. Huh. So, zum YPC gehört das dazu, am ersten Tag natürlich jeden Fisch sofort zu melden, bevor man dann den nächsten Wurf macht. Das habe ich jetzt gemacht mit einem kleinen Gruß in die Runde, damit die nicht denken, dass ich noch im Bett liege. Ja, das fühlt sich schon mal gut an, aber das wird nicht reichen. Aber für die Motivation gut. So, der Patrick hat jetzt vorhin noch einen Fisch gemeldet, jetzt der Luis auch noch einen Zander. Ich probiere es auch gerade auf Zander, aber bei mir wollen es noch nicht. Und die Bedingungen sind wirklich nicht ideal für den Spot. Am meisten stört mich, dass hier vorne auf der Oberfläche und am Grund sehr viel Kraut und Blüten, Staub etc. alles rumtreibt. Das heißt, ich kann eigentlich die wichtigste Zone kaum ausfischen. Aber ich hoffe, dass mit dem sinkenden Pegel, dass das Ganze noch ein bisschen wegzieht und
im besten Fall mit Strömung die Zander auch in Fahrt kommen. So, einmal zum Köder, der gefangen hat. Das ist der King Louis in 10 cm in der Farbe Motorback in Kombination mit einem schwarzen Jigkopf, der einen pinken Aggressionspunkt hat unterhalb. 10 Gramm, Größe des Hakens 4-0, das ist der Monkey Hook. Ja, und ich hoffe, ich kann jetzt noch einen zweiten Zander zum Biss überzeugen. Also so geil ich diese Angelei finde, ich mache das eigentlich ganz gerne, so dieses Schleppen, weil Strecke machen, aktive Fische finden, ist eigentlich, ich mag alles, was effektiv ist. Aber die Muskulatur macht langsam zu, das ist, meine Kondition ist wirklich dramatisch schlecht und deswegen brauche ich wirklich mal eine Pause und werde jetzt mal ein bisschen ganz gechillt werfen. So immer schön hier, haben wir jetzt viele Bäume am Ufer stehen mit Schatten. Schatten geht mittlerweile auch schon aufs Wasser, die Sonne kommt so, also ist ungefähr dieser Winkel jetzt. Ist relativ hoch, das bedeutet die ersten 2, 3, vielleicht sogar 4 Meter sind schon im Schatten. Könnte schon ausreichen. Und auch wenn mir die Wärme mega zusagt, finde ich geil, denke ich mal, wird es gut tun, einfach mal nicht zu laufen, sondern einfach nur entspannt ein paar Würfe zu machen und dann wieder weiter, ein paar Würfe, weiter und weiter und weiter und weiter. Also, auf zur nächsten Etappe. Ça fait deux fois que j'ai une touche, deux fois que je le pique pas. Je vais changer la couleur de mon leurre. Je pense que la vibration est bonne. Non, ça c'est le fond. Je pense que la vibration est bonne, mais je pense que la couleur, c'est pas la bonne. Je vais changer de couleur. Je vais mettre le coloris gardon, c'est le coloris que je préfère. On va voir si ça donne. Ah, j'ai de la chance, j'ai récupéré mon leurre. J'ai attrapé une moule. Ça compte ou pas? J'utilise actuellement celui-là. Je vais juste garder le même leurre, mais je vais passer sur un coloris beaucoup plus naturel. On va voir si les touches sont plus justes et si les poissons le prennent mieux en changeant la couleur. Vous voyez la couleur naturelle, comme un petit gardon. Fisch. Alter. Lass es bitte ein Zander oder ein Hecht sein. Das ist ein Hecht. Oh. Oh, Wahnsinn, Leute. Also ich habe hier im Training zwar auch ein Hecht gefangen, aber ich hätte jetzt wirklich nicht mit dem Hecht hier gerechnet. Sehr, 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 sehr wichtiger Fisch für mich. Also ich hätte hier eigentlich eher mit Zander gerechnet, obwohl ich im Training ein Hecht hatte. Ich hatte im Training auch Barsche hier, aber dann eher kleine. Oh, ich bin fix und fertig, diese Turnierangelei macht Biere. Auch Enrico kann die zweite Fischart abhaken. Der Titelverteidiger holt sich 76 Punkte, bleibt jedoch vorerst Fünfter. Also nach einem kurzen Köderwechsel, das war wirklich nur 3, 4 Würfe, ist sofort der Hecht eingestiegen. Beim Hochleiern kurz stehen gelassen, bam, sofort drauf. Und das mal wieder auf diese kleine Wunderwaffe Galaxy hier. Also ein Köder, der eigentlich sehr unscheinbar und ganz, ganz natürlich ausschaut, aber am Ende im Wasser sich als wirkliche Fangmaschine entpuppt hat. Gerade durch dieses Durchscheinende mit dem dunklen Rücken, diese Glitzerflocken, das ist unglaublich, wie dieser Köder auch unter Wasser dieses elektrische Glitter zurückreflektiert und dann eben auch auf die Fische überträgt. Also es ist Wahnsinn. Und mal wieder kleiner geangelt und direkt kam der Fisch. Es ist Wahnsinn. Also auch im Sommer muss man sagen, ruhig klein angeln, denn da können auch echt tolle Fische einsteigen. Ich habe gesehen, der Haken hier ist ein bisschen schief. Werde ich gleich mal versuchen, wieder gerade zu rücken. Sieht gut aus. So, jetzt mache ich wieder den Curly Louis dran. Der eignet sich
besonders für diese Angelei, wenn man den Köder sehr lange absinken will und man fischt an der Strömungskante, denn der arbeitet schon bei leichtem Zug und die Strömung reicht da völlig aus, dass er dann quasi in dieser Phase, wo der langsam am Sinken ist zum Grund, die ganze Zeit sich schön bewegt. Und im Training war gerade die Farbe sehr, sehr effektiv, aber heute konnte ich es euch noch nicht beweisen. Aber zwischendurch mache ich natürlich sehr viele Würfe mit der Farbe, denn ich habe extremes Vertrauen in den Köder. Oh, it's a nice one. It's on. Woohoo! Drop shot style. Slowly. Dans les rochers, je l'ai pris. OK. On marque. 53. Voilà, le premier sand de la compétition pour moi. Il n'est pas très gros, ça suffira pas, mais ça fait plaisir et ça redonne le moral parce que les touches ici, elles étaient très compliquées. J'ai raté 3 cendres et là, enfin, le premier, j'ai dû pêcher beaucoup plus lentement. J'ai pêché en drop shot avec un leurre finesse. Alors, je ne sais pas si c'est le finesse qui a marché ou le drop shot. On va vérifier ça, on va continuer sur ce spot. Ok, j'ai eu 3 touches avec ce color ici. Mais j'arrivais pas à les piquer. Du coup, je suis passé sur un montage de rope shot. J'ai pêché beaucoup plus lentement. J'ai monté le même leurre, mais c'est un leurre finesse ici, la même couleur. Et là, ça a payé. Donc, je vais continuer avec cette couleur parce que je pense que c'est pas la couleur qui n'allait pas, mais c'est peut-être plutôt qu'ils veulent du finesse. Dieser schöne drop shot Sander für Landry ist der letzte Fisch dieser Episode. Der 53er bringt 68,9 Punkte. Damit kann er sich den ersten Platz von Christian zurückholen, der als einziger bisher 4 Fische in die Wertung bringen konnte. Auf Platz 3 folgt Markus mit 2 guten Hechten vor Patrick und Enrico, die jeweils schon 2 Fischarten gefangen haben. Luis liegt mit einem Zander momentan auf Platz 6. Wir hoffen, dass euch diese fischreiche Folge gut gefallen hat und würden uns über Likes, Kommentare und Support in unserem Online-Shop sehr freuen. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche.